Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und dazu habe ich mir was Schickes rausgesucht. Einmal dieser Salamander und der schimpft sich Korallenschuppensalamander. Den gibt es jetzt mit Patch 10.2.6. Und zwar wurden da ein paar neue Mounts eingefügt für das ein oder andere Achievement. Und ja, das Achievement haben wir schon eine Weile drin. Das schimpft sich einmal in den Sturm und das finden wir unter Erkunden und dann Dracheninseln. Dafür müssen wir einige Achievements abschließen mit wiederum Haufen Unterachievements. Und ich würde sagen, da schauen wir uns jetzt mal das Ganze an, was wir alles dafür machen müssen. Bevor wir jetzt mit den Achievements loslegen, noch eine kleine Info am Rande. Das Ganze soll nur ein grober Überblick über die Erfolge sein. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Erfolgen braucht, dann habe ich zu diesen allen schon ein extra Video jeweils gemacht, wo wir ein bisschen mehr ins Detail geht. Das Ganze werde ich euch verlinken, da könnt ihr reingucken. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich mit den Achievements an. Gut, dann schauen wir ins erste rein. Und zwar haben wir Sturmjäger. Und ihr seht schon, bei Sturmjäger haben wir auch wieder insgesamt 4 Unterachievements. Und zwar, das ist jede Zone einmal. Küste, Azurblaues Gebirge, Taldrassus und Onara, das sind die 4 ursprünglichen Zonen. Und wenn wir jetzt hier in die Küste klicken, dann haben wir nochmal 3 Unterachievements. Und zwar ist es dann einmal Gewitter, Sandsturm, Schneesturm und Feuersturm. Und wenn wir dann hier reinklicken, dann müssen wir quasi an der Küste des Erwachens während eines Sturmereignisses quasi 200 von den Kreaturen umklopfen. Beziehungsweise während des Sturmereignisses an der Küste des Erwachens Kreaturen, die elementar Luft ermächtigt sind. Genau. Und diese Events kann ich euch jetzt mal zeigen. Die seht ihr auf der Map. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade hier eins, Elementarsturm. Oder wir haben jetzt aktuell, ne, da ist nichts, aber hier haben wir nochmal einen Erdsturm und die müsst ihr immer suchen und da halt einen Haufen Viecher umklopfen. Das Ding ist, ihr müsst quasi in jeder Zone alle 4 Elemente machen. Also es sind einige Achievements, ne? 4, 8, 12, 16 Unterachievements sind es für jede Zone. Und da müsst ihr halt immer ein bisschen warten, bis der richtige Sturm in der richtigen Zone ist. Und was ich euch empfehlen kann, ist auf WoW Head hier, hat man eine Übersicht, welcher Sturm gerade aktiv ist, ne? Auch welcher quasi von welcher Art der da ist und wann die nächsten Stürme kommen, dann könnt ihr euch so ein bisschen drauf einstellen. Das kann halt schon ein paar Tage oder auch teilweise 1-2 Wochen oder länger dauern, bis ihr alle Stürme mal habt, weil die halt immer random ein bisschen rumswitchen und ja, dann kann es halt sein, dass ihr den Feuersturm in Taldrassus braucht und dann kommen ewig immer die falschen in den anderen Zonen. Also das ist halt, ja, sind ein Haufen Achievements, müsst ihr aber einfach nur Mobs umklopfen und das Beschissenere ist halt abzuwarten, bis der richtige Sturm kommt. Als nächstes haben wir da Elementarüberladung und dafür müssen wir 5000 Einheiten Elementarüberfluss holen. Den Elementarüberfluss kriegt ihr von den Mobs in den Stürmen, ne? Heißt, wenn ihr in jeder Zone quasi 200 mal die 4 verschiedenen Events gemacht habt, müsstet ihr eigentlich fertig sein. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr noch mehr farmen. Oder alternativ kriegt ihr auch ganz gut hier in diesem ja, Gewölbe relativ viel von den Elite-Mobs. Die kann man mittlerweile relativ easy auch solo umhauen. Also da könnt ihr es auch farmen. Aber ihr müsst ja eh erstmal die ganzen Elementarstürme in verschiedensten Versionen quasi ja, spielen. Und dementsprechend werdet ihr es wahrscheinlich da eh zusammenbekommen. Dann haben wir als nächstes vom Sturm verweht. Und dafür müssen wir dann 8 besondere Kreaturen in den Sturmereignissen töten. Und ja, das in den Stürmen spawnen immer mal wieder ein paar Rares. Und die Rares müsst ihr halt umhauen. Ja, mehr ist es nicht. Ihr braucht nicht alle. Insgesamt sind es 8. Und übrigens ist es so, dass die immer einer bestimmten Art zugeordnet sind. Zum Beispiel Crystallus ist, glaube ich, ein Frostmob. Der kommt halt nur in der Schneeinvasion. Infernus ist ein Feuermob. Der kommt halt nur in der Feuerinvasion und so weiter. Ne? Also die sind halt gewissen Invasionen zugeordnet. Aber ihr müsst nicht genau wissen, welcher an welcher ist, weil ihr habt dementsprechend eh einen Haufen mehr als die 8, die ihr hier killen müsst. Und wenn ihr alle Invasionen einmal abklappert für die 200, dann solltet ihr die eigentlich nebenbei bekommen können. Und als letztes haben wir dann Sturm auf dem Laufsteg. Und dafür müssen wir ein Rüstungsset der Urstürme holen. Und ja, da gibt es verschiedene Varianten. Was halt am einfachsten ist, wenn ihr sowieso die Urstürme farmt, ist, dass ihr einfach die 5000 Elementarüberfluss, die ihr eh farmt, dementsprechend hier einfach für diese Items ausgibt. Ja, braucht ihr immer 200 pro, heißt die 5000 müssten einfach reichen, dass ihr ein komplettes Set zusammenkriegt. Es gibt auch andere Sachen, ich meine das PvP.
PvP-Set, also das Open-World-PvP-Set, das müsste das hier auch erfüllen. Und eins vor andere gibt es dann auch noch zusätzlich. Aber wie gesagt, kauft euch einfach das und dann seid ihr da auf der sicheren Seite mit. Gut, damit sind wir jetzt durch mit den ganzen Achievements. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.